Jo, hi, heute ist der 23.12., der 23. Dezember 2010. Ein Tag vor Heiligabend, der Tag, an dem wir tief in den Westen fahren. Und pünktlich zu Weihnachten regnet's. Jo, wir mussten gerade feststellen, dass es sich rächen kann, auch den allerletzten Schnee wegzuräumen. Vor allem, wenn es dann nachts anfängt zu regnen. Ja, weil nämlich, ne, Wasser auf glatte Fläche, die Minusgrade hat, stellt euch vor, gibt eine ganz saubere, glatte Eisschicht. Auch unserer Sicherheitspflicht können wir ganz einfach Genüge tun. Bei uns ist es glatt nicht langlaufen. Okay, das sieht man erst morgen, aber hey, ein Versuch war es wert. Ja, und außerdem, einen Tag vor Heiligabend laufen sowieso nur so Leute wie wir draußen rum, die kein Zuhause haben und arbeiten gehen. Tja, stelle man sich vor, Rollsplitt hilft auch nur, wenn er nicht eingefroren ist. Draußen hier auf dem Weg zur S-Bahn und von der U-Bahn-Bahnhof bis zum S-Bahn-Bahnhof haben sie ja, die ganze Zeit immer fleißig Splitt gestreut. Das Problem ist, der ist im Schneematsch eingesunken. Und dieser Schneematsch ist jetzt an vielen Stellen quasi einmal komplett überfroren. Okay, mit regnerischem Glatteiswetter hat die Bahn entweder keine Probleme oder die Bahn, die jetzt kommt, ist eine, die ewig Verspätung hat. Okay, hier am Hackischen Markt ist es nicht weniger glatt, im Gegenteil. Also es rutscht sich auch so vorwärts. Aber es sind ja auch nicht allzu viele Leute unterwegs. Also man kommt sich echt komisch vor. Ja, also dieses kleine Basaltpflaster scheint richtig anfällig zu sein. Das, was ihr da gesehen habt, war kein Wasser, das ist Eis. Stellt euch vor, nasse Kacheln sind auch nicht viel besser. Meine Fresse, ist das eine Rutschpartie. Ja, man braucht echt beide Hände, um sich darauf vorzubereiten, jetzt gleich auf die Schnauze zu fallen. Alter, kurz vor Jahresende dreht Europa nochmal richtig auf. Also, von hier aus können wir Europa um einen Staat zum Beispiel verkleinern. Die Ungarn würde ich rauswerfen. Also, wer sich eine rechtsnationale Regierung wählt, die dann anschließend auch noch ein Zensurgesetz durchkriegt, tut mir leid, das ist ein Staat, der hat in Europa nichts zu suchen. Raus. Wenn wir so einen Scheiß machen, fände ich es auch in Ordnung, wenn ihr irgendwas rauswirft. Weil das geht nicht. Yeah, einmal noch die alte Primadonna klar machen heute. Heiz dich auf, du Dreckstück. Alter, heute bin ich echt früh da, sehe ich gerade in der Uhr von der Kaffeemaschine. Ja, nochmal auf Europa zurückzukommen. Also, wir haben es geschafft, dieses Monster in Planung, den Jugendmedienschutzstaatsvertrag, also den JMStV, erfolgreich zu verhindern. Und es ist nicht, weil unsere Politiker sich nochmal überlegt haben, ach ja, da haben wir wohl einen Fehler gemacht. Ich glaube tatsächlich, das war durch den öffentlichen Druck. Also nochmal so ein Ding wie die Zensurdebatte, wollten sie sich nicht einfach ans Bein binden. Vor allem hier die Verräterpartei musste zurückrudern, weil sie hat zweimal wegen Internetsachen auf die Fresse gekriegt. Und ja, ein drittes Mal wollten sie jetzt wohl nicht riskieren, ne? In Rosenwahlen, Baden-Württemberg, auf jeden Fall da irgendwo im Südwesten. Ja, da rechnen sich wohl ein bisschen Chancen aus. Beziehungsweise versuchen die Chancen zum Beispiel der Piratenpartei einfach zu minimieren. Wie dem auch sei. Ja, und dementsprechend kann eigentlich ein europäischer Staat sowas wie Ungarn dann einfach nicht tolerieren. Also, ich sag mal klar, natürlich hat es Proteste gegeben, aber die scheinen entweder nicht weitreichend genug zu sein, gegen sowas Gravierendes wie eine Zensurbehörde einzuführen. Ja, oder sie haben einfach Pech gehabt, als sie das letzte Mal die Regierung gewählt haben. Ich weiß nicht, wie lange in Ungarn noch die Legislaturperiode läuft, aber sie sind gut beraten, nächstes Mal wen anders zu wählen, sofern sie dann noch freie Wahlen haben, weil erst fällt die Pressefreiheit und danach alles andere, ne? Und, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Also, wir sind fertig heute. Alter, ich gehe quasi den ersten Schritten der Fahrt ins Ungewisse, der Abenteuerfahrt nach Iowa, der Bundesrepublik, entgegen. Hoffen wir mal, dass alles gut wird. Die Anna müsste jetzt auch losgehen. Das heißt, kurz nach Hause, Klamotten greifen, den Technikzoo, hier Ladegeräte und alles einpacken. Laptop, weil sonst kommt dieses Vlog bei euch nicht an. Und dann, ja, reiten wir. Ja, die ersten Leute haben sich schon hingebrackert, beziehungsweise
wahrscheinlich nicht die ersten, aber die ersten, die ich gesehen habe. Und zwar genau auf diesen kleinen Steinchen, den ich heute Morgen gefilmt habe. Immer noch eisglatt, die Dinger. So, Wintersonnenwende haben wir ja hinter uns. Das heißt also, die Tage werden jetzt länger. Das heißt, bei den Vlogs gibt es auch nicht mehr so ein wahnsinniges Hell-Dunkel-Problem, dass man nur 2 Stunden hätte, um draußen einen Vlog machen zu können. Ja, wir sind jetzt zu Hause, kurz vorm, wir greifen unsere Klamotten und gehen wieder los. Es ist nicht mehr schweineglatt, aber es ist noch ziemlich glatt bei uns vor der Tür. Unsere Nachbarn haben auch schon gefegt wie die Henker, aber auch ein paar Eisplatten übersehen. Aber noch nicht mehr ganz so schlimm, wie es jetzt noch am Hackeschen Markt ist. Das heißt, wir müssen jetzt unseren... Eine Stunde, bisschen drüber. Okay, Stunde für Zeug zusammengreifen und dann los gehen. Hab dich lieb, Schnuffel. Fangen wir von oben an. Ja. Ich guck erstmal hier. Wollt ihr jetzt die Kissen von unten mitnehmen oder die von hier oben? Die Hartschaum nicht, sondern kugeligen. Überlege. Du kannst du mit dem Kleinen schlafen? Ja. Ich könnte auch mit dem Kleinen schlafen, dann lass uns die Kleinen mitnehmen. Gut. Ich habe übrigens so einen Chip-Tan-Generator bestellt heute. Na, diese, du schiebst deine Karte da rein und generiert eine TAN anstatt über Listen, weil zum Beispiel das iTAN-Verfahren ja am 18. Januar bei der Postbank flachfällt. Du kannst, oder beziehungsweise du kannst bis zum 18. kannst du noch eine TAN-Liste bestellen, sofern du musst, und danach ist Ebbe. Danach musst du entweder M-TAN oder Chip-TAN machen. Ja, eingepackt! So, erst 6. Na, dann wollen wir noch nicht losfahren. Aber wobei, du willst doch unbedingt noch irgendwie was zu kauen haben. Ja, na, aber doch keine 2 Stunden. Wie spät ist es? 6:10 ist es. Nein, sind es ja schon keine 2 Stunden mehr. Also bis der Zug fährt, sind es noch knappe 2 Stunden. Und ich werde sicherlich knappe keine 1,5 Stunden essen. Na gut. Die Anna simuliert schon mal, was passiert, wenn der ICE auf der Strecke steht. Das schmeckt ja lustig. Willst du wirklich nicht kosten? Schmeckt überhaupt gar nicht durchgemüht. Glaube ich nicht. Doch, wirklich. Das schmeckt wirklich. Da die Dinger mit Rockform gefüllt sind. Der ist wirklich schön würzig. Schmeckt doch total durch. Übergefeilt. Du piekast. Ja, ich pieke. Hau ab. Die Fahrt in den wilden Westen beginnt. Und wie jede Fahrt beginnt sie mit einer Busfahrt. Ja. Wie immer, wenn wir an der Bushaltestelle stehen und wohin wollen, kommt der Bus nicht. Haben wir alle gesehen, Schnuffel? Was denn? Dass du an den geheimen Vorräten warst. Gar nicht. Ja? Aber eins sage ich dir, das gibt Ärger. Was denn? Das gibt Ärger, wenn wir da sitzen und haben nichts zu essen. Ich esse doch sowieso nicht. Ja und, aber dann isst du die. Du musst die ja essen, die blöden Rockvorkugeln. Ja? Aber dann sitzen wir da im eingeschneiten ICE 3 Tage lang. Und dann haben wir plötzlich nichts zu essen. Ne? Und dann hättest du so schön deine Rockvorkugeln essen können. Ja, genau die. Achtung, hier werden die letzten Weihnachtsgeschenke besorgt. Ja, können Sie mal was eingravieren? So vom Mausig für den Hasibären oder so? Ja, natürlich da, wo keine Rolltreppe ist. Das ist ja schön ausgesucht. Irgendwas zur Verteidigung? Schnapp dir das Ding und ab da. Ja, schnapp dir das Ding und ab da. Idiot. Doofkopf. Typisch Bahn. 2 leere Wagen. Na, Hauptsache die Anzahl stimmt. Witterungsbedingte Störungen. Es ist Tauwetter. Ja, scheiße. Das Eis geht flöten. Wir hatten uns so schön drauf eingestellt. Ich gebe mal einen Tipp ab. Unser Zug wird nicht pünktlich sein. Du, Schnuffel?
Mir egal. Ist ja gar nicht egal. Ist ja jetzt schon, kotzt ihr das schon an. Achtung, ich zeige euch mal die offizielle Bahnuhr. So, Achtung. Ne? 19.05 Uhr, circa 30 Minuten. Ja, und vor einer Minute sind wir abgefahren, wie man sieht. Wir sitzen gemütlich an unserem Gangplatz am Tisch und lassen den Zugfahrer fahren. Wer hätte das gedacht? Wir haben 5 Minuten Verspätung. Die sind ja gleich zu Ende. Ja. Okay, rollt rein die Hütte. Nee, aber das kann ich verstehen. Das ist dieses komplexe System aus Abfahrtzeiten, Gleisen und Witterung. Ach nee, es taut. Ja, das ist das Problem. Ihr habt euch auf Eis und Schnee eingestellt. Meine Fresse. Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Alter, und ihr könnt um Entschuldigung bitten, ihr werdet sie nicht kriegen. Ja, meine verehrten Damen und Herren, aufgrund einer politischen Störung wurde die Bahn aus Versehen privatisiert. So sehen Leute aus, die 10 Minuten Verspätung haben. Man sagt, er soll einfahren. Glaube ich aber erst, wenn ich ihn sehe. Ja, aus unseren anfänglichen knapp 10 Minuten oder 10 Minuten sind inzwischen schon 20 Minuten geworden. Meine Eltern habe ich zwar noch nicht angerufen, brauche ich aber nicht, weil wir die 20 Minuten leider erst erfahren haben, nachdem meine Eltern zu Hause losgefahren sind. Weil das Problem ist, da im Iowa der Bundesrepublik ist es glatt, scheißenglatt, eisglatt. Und insofern, die sind eh gerade unterwegs. Natürlich ab und zu stinkt es ein wenig nach Fäkalien, weil das andere Klo ist defekt. Also Bahn, ne? Das volle Programm. Ich meine, das volle Programm wäre, wenn wir jetzt noch auf der Strecke liegen bleiben. Das weiß ich nicht, kommt vielleicht noch. Vielleicht überrascht ihr uns ja noch. Und das riecht man. Also auf meiner Mission Bier zu holen, muss ich sagen, es gibt hier im Wagen jetzt noch schlimmer getroffen. Nämlich ohne Licht und da stinkt es noch schlimmer. Das ist der Grund, warum wir mit maximal 2/3 Geschwindigkeit fahren. Niedersachsen momentan. Eisregen in Niedersachsen und deswegen da verliert oben der Stromabnehmer immer den Kontakt zur Stromleitung wegen den Eiszapfen, die da dran sind, die da abschlägt und das sind hier die ganzen Kurzschlüsse. Boah, alter Falter, ist das geil. Ja, hat so ein bisschen was von irgendwie hier Infrarot-Nachtsichtaufnahme. Oh, ist cool. Ja, auch hier draußen die Bahnsteige sind alle komplett vereist. Yeah, Alter. Bahndisco. Wie gesagt, ist kein Fake, ist alles nur oben die Oberleitung. Okay, wir sind in Göttingen angekommen. Coole Sache das. Also eine der besten Bahnfahrten seit langem. Hab ich euch heute Morgen Geiles am Hackeschen Markt gezeigt? Alter, zeige ich euch noch viel geiler hier. Ja, gerade so auf der Ecke. So, da sind wir an unserer Weihnachtsdestination angekommen nach einer ereignisreichen Fahrt, einer der besten Bahnfahrten der letzten Zeit. Ja, insofern, morgen ist Heiligabend, ne? Dann sagen wir schon mal Tschüss! Tschüss, Schnuffel! Tschüss!